Bloomberg ist endlich da und wir gucken uns ein Collector-Display an mit coolen Fröschen und coolen Waschbären und was nicht alles Geiles in diesem Set drin ist. Ja, Bloomberg, das Set des Jahres, wo ganz, ganz viele Leute darauf gewartet haben, dass Unmengen Leute wieder zurück nach Magic gebracht hat oder das erste Mal in Magic reingucken hat lassen. Herzlichen Willkommen oder herzlich willkommen zurück. Wir sind Magic the Gathering und wir gucken uns heute mal an, was in so Collector-Boostern drin sind. Diese Collector-Display wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben Fabi, aka LipLab1. Vielen Dank dafür und ja, er betreibt einen Cardmarket-Account, könnt ihr mal nachschauen, Cardmarket ist unten verlinkt und er hat auch einen Instagram-Account, da passieren ganz, ganz viele coole Dinge, ganz, ganz viele Posts, die wirklich cool sind, sowas hat er am Tag verkauft und so, wirklich nice, könnt ihr mal reinschauen. Wir gucken uns jetzt an, was wir mit diesen Bloomberg Collector Booster machen können. Die sind made in Japan, wenn ich das hier richtig sehe, ja, made in Japan, dadurch haben die diesen wunderschönen, nicht funktionierenden Seitenstreifen und das bedeutet, die Reihenfolge davon wird auch wieder ein bisschen wild. Wir haben eine Bat. Wir haben einen Mockingbird und einen Branded Rabbit. Ein Mockingbird in Foil in diesem seltsamen Artwork. Dann haben wir Camilla the Seed Misser. Auch ein cooles Eichhörnchen tatsächlich. Wishing Well. Auch nicht schlecht. Und Steelbird Champion. 3-Mana 1-1 mit Wachsamkeit Offspring. Und immer wenn man nicht Kreaturen Zauber castet, legt man eine Science-Marke auf diese Kreatur. Sehr stark. Nochmal ein Mockingbird in voll. Dann kommen die Länder und dann kommen Comes und Uncomes. Wie immer bei ganzen Displays werde ich nicht jede Karte einzeln eingehen, denn das wäre ein bisschen zu lang. Muss man einfach sagen, wie es ist. Und ja, wir gucken uns an. Ich weiß gar nicht, ich glaube in dem Set selber sind keine Karten drin, die irgendwie Dinge sind, aber eine Ant Queen. Sehr cool. Ist aus dem Commander Deck, wo man Insekten mitmacht. Sehr cool. Ist eine alte Karte. Dragonhawks Fate Tempest. Und, oh, also hier der ist ganz cool, weil der macht coole Dinge. Aber diese Frog Mechanik mit zurück auf die Hand nehmen und so weiter, das habe ich nie verstanden. Ich bin eigentlich zu scheiße dafür. The Odd Archon Gang, das ist die, der Commander, der Second Command von dem Eichhörnchen-Deck. Valley Flamer, dann Insel und dann so ein paar coolere Karten. Ja, ich bin gespannt. Also die Planeswalker sollen hier, glaube ich, auch drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Diese Special Planeswalker mit einem Special Treatment und so. Und ja, dann haben wir... Ach, da. Sie lassen sich ganz weird abmachen, weil hier hinten auch Foil ist. Es ist so, dass man immer die halb so mitzieht. Tender mit Offspring, mit Mana, ist ganz cool. Aber hier, Three Tree City, sehr, sehr gut. Und das ist die Herbstvariante, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. For the Common Goods. Okay, ein Bär, Hideaway. Und oh, hier, immer wenn ein Rabbit, Bird, Bat oder Maus ins Spiel kommt, Scry 1. Und dann kriegen die besonders 1. Sehr cooler Lord für alle Kartentypen, die es so in Bloomberg gibt. So, weiter geht's. Huiuiuiuiui. Collector Booster sind wild in diesem Set. Weil ich weiß gar nicht, was die Chase-Sachen eigentlich sind. Cruel Claw Heist. Man kann wieder eine Karte abgeben, danach kann er Karten abwerfen. Dann haben wir eine Store, irgendwas mit Inseln und Flood-Countern. Ja. Mabel. Die kleine Maus. Ist sie nicht süß? Sehr, sehr cool. Ah, stimmt. Die sollte es doch hier drin auch als Anime-Artwork geben. Vielleicht ist das Anime-Artwork was man sucht. Ich habe mich darüber jetzt noch nicht so informiert, weil bei Collector Booster Displays bin ich selten der informierteste Typ. Ich kann euch ein bisschen was sagen, wenn es irgendwie Nummerierung oder so geht, aber ansonsten keine Ahnung. Season of the Loss ist, glaube ich, die schlechteste der Seasons, aber auch gleichzeitig eine der besten Seasons. In Foil, in Full Art. Ach, nicht ganz hübsch. Und dann haben wir einen Ink Eye. Auch aus dem Commander Deck. Aus irgendeinem Commander Deck anscheinend.
Rat Ninja. Gab's ein Ratten-Commander-Deck? Hä? Weil er ist ja nicht aus dem Special Guest. Aber es ist ein cooles Artwork für Inkei. Dann haben wir einen Entrancer. Nochmal so ein Helmscare, Ascent Chandler. Und Kamsen Ankams, die leider in diesem Set alle super cute, aber nichts wert sind. Immer noch ein bisschen schade. Schade. So, gucken wir mal weiter. Nochmal eine Bat. Und Mabel in Foil. Und zwar nur in Foil, nicht in, ja. Dann haben wir einen Valley Flame mit Mausen und Otter. Der Challenger, der ist wirklich gut. Mit Eile und Prowess und Valiant. Der ist ganz cool. Der Cinder ist auch nicht verkehrt. Und Innkeeper's Talent. Ja. Special Guests sind in diesem Set auch welche drin, soweit ich weiß. Oh Gott. Ich habe den Fehler gemacht. Gewohnheit, wenn man aus Gewohnheit versucht, die Booster anders aufzumachen von den Japanern, das ist ganz, ganz schlimm. Denn das funktioniert nicht. Eine Wall, dann haben wir hier einen Thundertrap Trainer. Das ist, glaube ich, auch die Promo aus dem Bundle. Dementsprechend wahrscheinlich nicht viel wert. Rottenmouth Viper. Da ist sie. Das ist auf jeden Fall eine Chase-Karte, weil es eine der besten Karten des Sets, meiner Meinung nach, ist. Wenn nicht sogar die beste. So starke Karte. Dann haben wir den Saver Swan. Auch sehr cool. Sehr gute Karte auch. Dann Floodcaller. Schon wieder so viele coole Kams. Und Ankams. Zumindest hübsche. Ist ein bisschen schade bei dem Set. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das Set flaut ab, weil die Leute gemerkt haben, hey, das Set ist gar nicht so stark. LOL. So schön. Und da haben wir einen Power Patch Recruiter. Sehr cool. Und wir haben einen Teferi Time Reveller. In Bird. Bird is the word. So cool. Ich glaube, ich weiß, wer den haben will. Dann haben wir Wick, die kleine Wobbled Mind. Tempt of the Bunnies. Tempt with Bunnies. Wer wird denn nicht bei Bunnies schwach? Hä? Genau, wir ziehen eine Karte, kreieren einen Rabbit und dann kann jeder Gegner das nochmal machen. Und Bailey, the Haymaker. Irgendwie funktioniert mein Fokus irgendwie nicht mehr so gut. Swamp. Ein paar andere nicht mehr so schöne Karten, weil es Kamens und Ankamens sind. Ich verstehe auch nicht, warum wir in diesem wunderbaren, krassen Collector-Boostern noch diese ganzen Kamens und Ankamens drin haben müssen. Ich verstehe es echt nicht. Squirrel, dann haben wir Three City und zwar in Snow. Das ist die Schneelandschaft, sehr cool. Kissa, der Otter, auch der wird sehr viel gespielt, sehr cool. Coiling Rebirth, auch nicht schlecht. Der Elemental Wolf, den kann man gut als Commander spielen, den sollte man als Commander spielen. Dann haben wir noch einen Entrancer, Plains und Kams und Ankams. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr bei den Kams und Ankams auch so enttäuscht seid. Ich finde, Collector Booster sollten irgendwie runtergehen auf 7 Karten, dafür sollten die Kams und Ankams da nicht drin sein. Also es gibt Sets, da ist das Ankam-Slot gut und wichtig, dass man den hat. Aber die meisten Sets ist der doch eigentlich egal. Dann haben wir eine Starfield Incarnation und ein Valley Rod Caller. Okay, sehr cool. Azur Beastbinder. Was? Was bist du denn für eine wunderschöne Karte? Eine Apothekarin. Sehr cool. Squirrel Druid. Festival of the Ember, sehr, sehr cool für Otter. Und dann kam's, hier. Cooler Squirrel Warlock. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich von dem Set sehr begeistert. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Öffnen werdet ihr noch eine ganze Menge von sehen. Sword Token. Und eine Baleful Strix in Foil. Oh mein Gott, ist die hübsch. Aber sind das jetzt Special Guests oder nicht? Ich bin verwirrt, weil ich meine, die wäre nicht in dem Commander drin. Das verwirrt mich. Wizards, was ist das für eine Baleful Strix? Irgendwer in den Kommentaren wird es mir sagen können. Dann haben wir Quain, the Meddler. Jeder Spieler zieht eine Karte und kriegt ein Leben irgendwas. Der ist auch ein alter Hase. Der ist auch irgendwie gereprintet. Nein, doch nicht gereprintet. Ich bin verwirrt, was das ist, weil die haben dasselbe Symbol.
Aber ich meine, dieser Hase ist da drin. Ich meine, die Baleful Strix wären in keinem dieser Commander-Decks drin, die hinter mir liegen. In keinem. Helga? Die Helga, Helga. Entschuldigung, ich bin alt und war früher auf Festivals. Gut. Da ist nichts mehr. Eine noch. Eine coole Boosterkarte noch. Komm schon. Ich hätte jetzt gerne noch was richtig Sickes. Kisa, Elite Otter in Otterball Elite in Foil. Ishai, Ojutai Dragonspeaker. Auch diese Karte kommt angeblich aus dem Commander. Image Critters. What? Image Critters. Und das steht bei den anderen aus dem Commander Deck nicht dabei, richtig? Oh, ich bin so verwirrt davon. Warum steht denn da Image Critters drunter? Hier steht auch Image Critter. Hier steht nicht Image Critter. Aber ich suche auch eine Karte aus dem Commander Deck. Mit Image Critter. Ich bin so verwirrt davon einfach. Hier steht kein Image Critter. Okay, hier unten steht Image Critters. Kann mir das einfach jemand da unten mal erklären? Bitte. Ich bin verwirrt. Dann haben wir noch ein Cruel Dice. Damit haben wir auch gestartet. Brewing. Und ein paar Länder. Ja, wenn ich nicht so verwirrt von dem Set wäre, fände ich es noch viel, viel cooler. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr verwirrt davon. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr happy damit. Dementsprechend, ja, sind coole Karten, cooles Set. Ich finde es wunderschön. Sind nicht die stärksten Karten zum Öffnen, ganz cool. Vielen Dank an nochmal den lieben Fabi. Vielen Dank an meine Patrons. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen und könnt auch wie diese coolen Leute hier im Video gezeigt werden. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr mich so krass unterstützt und das immer noch so nach so vielen Tagen, Monaten und Jahren. Und ja, wenn ihr das nicht könnt oder wollt, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, liken, irgendwelchen Leuten zeigen, die noch nie ein Bloomborough-Set gesehen haben, die unbedingt die Image sehen müssen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.